Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Warrior Within. Ja, in der letzten Folge hatten wir schon mal so ein bisschen hier, ne, uns reingeguckt. Hier, das ist der größte Rätselraum, den es gibt. In dem Spiel, glaube ich. Nein, die brauche ich nicht zu verschieben. Ich muss jetzt erstmal nochmal überlegen, wie der hier überhaupt noch geht. Denn das ist ja doch etwas länger her, dass ich das hier so gemacht habe, ne? Ach, erstmal kann ich euch allen aus dem Weg gehen. Ich brauche erstmal hier einen Überblick. Geh auf die andere Seite, so. Ja, denn es gibt hier sehr viele Schalter zu betätigen. Wir müssen die Rohre ausrichten und, alles in allem ein ziemlich geiles Rätsel, aber auch gleichzeitig ziemlich schwierig. Und, was zum Teufel machst du da? Es sah reichlich merkwürdig aus. Einer dieser Hebel muss es sein. Ja, aber nicht nur irgendeiner. Man muss das ja alles so ein bisschen abpassen, dass es zueinander passt. Und ich werde in diesem Raum etwas länger sitzen. Das weiß ich jetzt schon wieder. Weil ich habe die Reihenfolge der Hebel nicht mehr im Kopf. Geschafft? Nee, schade. Sonst würde nämlich schon irgendetwas geschehen. Wobei ich auch noch nicht mal mehr weiß, was geschieht, aber irgendwas geschieht auf jeden Fall. Es könnte auch schon sein, dass ich alles richtig gemacht habe, oder? Nein. Nein. Gut, damit ist schon mal die Seite hier vorne richtig. Das heißt, ich muss mich nur noch auf die, um die andere Seite kümmern. Das Problem ist, ich bewege natürlich nicht nur eine Röhre. Nein, ich bewege immer zwei Röhren. Jetzt heißt es für mich erstmal rausfinden, welche muss ich jetzt zum... muss ich an der richtigen Stelle bewegen. Ab hier rüber. Wo ist der Schalter? Da bewege ich die beiden. Das ist ja genauso falsch. Ich mag dieses Rätsel ganz und gar nicht. Herrlich, herrlich. Das wird eine Fail-Episode, das weiß ich jetzt schon. Naja, riesengroße Fail-Episode. Ich habe bestimmt mir schon das Teil so verhauen, dass ich erstmal alles auf Null zurücksetzen sollte, wahrscheinlich am besten. Okay, hier vorne. Also jetzt passt es auf dieser Seite. Nein, 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 nein. Gut. Ja, jetzt passt alles, was ich gemacht habe, auch hier auf der anderen Seite, aber hier vorne nicht mehr. Was machst du denn da für einen Blödsinn? Ich will hier oben drauf bleiben, denn unten brauche ich gar nichts erstmal machen. Oh, oh. War's das? Moment mal. Moment mal. Ja, es war's das. Huhu. Ich musste nur loslassen. Ich wollte es ja jetzt erstmal nicht glauben. Blubber, 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 da kommt das Abwasser angerotzt. Nein, es ist natürlich Lava. Ja, ob das jetzt so gut für uns war, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, es war gut für uns, denn wir können uns jetzt einen Weg bahnen. Denn dort unten ist ja jetzt die Plattform eingefallen. Deswegen wir hier auch runterfallen können, das ist alles kein Problem. Wir wollen ja nur hier hoch. Hoch. Und weiter nach oben. Wunderbar. Und hier gibt es auch einen Speicherpunkt. Die Speicherpunkte sind eben gerade total ungünstig. Ja, ich möchte gerne speichern. Natürlich möchte ich immer gerne wieder speichern. Okay, jetzt warten wir kurz. Zeitloop-Modus. Damit die mich nicht erwischen. Ja, Zeitloop-Modus kann ich mal aus. Kann wieder an. Denn hier muss ich jetzt auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt warten. Nämlich auf diesen Zeitpunkt und dann laufe ich natürlich verkehrt. Ich ja, lauf wieder verkehrt. Nein, jetzt spule ich nicht weit genug zurück. Schön, ich fahre gerade meinen ganzen Sand wieder für dumme Nüsse. Jetzt aber. Nein! Ach, ist jetzt auch egal. So, ich habe es auf die andere Seite geschafft. Kann doch nicht wahr sein. War da unten noch was? Nein, war nicht gut.
Zeit an. Zeitlupenmodus an. Hier schnell hochzukommen. Und wir müssen rüber. Ja, das habe ich sogar gesehen, ohne es gesehen zu haben. So, was löst dieser Schalter aus? Ach, er öffnet mir den weiteren Weg durch weitere Höllenfallen. Wie soll ich das denn machen? Hä? Ja? Nee, ist klar, Murat. Nicht. Also ich weiß jetzt im Gra... Okay, ich weiß, wo es lang geht. Hä? Achso. Ich dachte jetzt schon, er wäre von irgendwas nochmal erwischt worden. So, ist hinten noch irgendwo was? Nein? Okay. Ja, ich guck lieber so mal nach. Hey, ja, der Zeitloop-Modus kann ruhig... Ach, egal, egal. Hä? Jetzt bin ich beim zweiten Mal ohne Treffer dadurch. Kann das sein? Na, tolles Spiel. Hallo, Kamera! Perspektive. Ich muss doch wissen, was da hinter mir los ist. Damit ich auch weiß, wann ich springen darf. Um auch wirklich zu springen. Na, es war ja so klar, dass ich jetzt total beschissen springe. Lebe ich noch? Oh, ich lebe noch. Ja, dann nehme ich das auch in Kauf. Ich bin heil runtergekommen. Oh, das war knapp. Und hier oben unten muss ich ja noch nicht mal lang. Ich muss... Doch. Ah, verdammt. Das sind ja jetzt eben gerade alle so knappe Sachen, die ich hier mache. So, gibt's da hinten noch was? Nein. Oh, mein Gott. Ey, Das ist spannend hoch 10 eben gerade. Und muss ich hoch oder muss ich... Ja, ich muss runter. Das ist ja hier wieder... Offensichtlich. Habe ich aber. Und nun? Und die Stelle kennen wir auch schon. Hier haben wir uns auch schon ein Lebensupgrade geholt. Ja, wir befinden uns jetzt oberhalb der Stelle, wo wir unser Schwert bekommen haben. Und dort hinten ist nochmal ein Speicherpunkt. Und dieser Speicherpunkt... Ach nee, doch nicht. Das ist... Ja, sieht nur optisch sehr schön aus. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Weg mal wieder laufe, aber ich denke schon. Ach ja, genau. Hier ging es dann weiter nach oben. Dort ging es dann weiter nach oben. Ja, und wir werden uns jetzt gleich noch einmal wiedersehen. Aber erstmal beende ich diese Folge an dieser Stelle. Denn für heute Abend reicht es mir vollkommen mit Prince of Persia. Ich bin Hello 1986. Wir spielen Prince of Persia Varia Within. Natürlich möchten wir speichern. Na, speichern. Bis dann.